Moin liebe Leute und ganz herzlich willkommen zurück zu OMSI 2, den Omnibus-Simulator, hier wieder zurück auf Städtedreieck, auf der Linie 86, hier am Hagenbeekplatz, glaube ich, wenn er so heißt, in der Hagenbeekweg. Und wir fahren die Linie 86 zur Stadthausbrücke mit dem Doppeldecker aus dem Berlin X10 Add-on aus dem Baujahr 2007. Ja, das ist unser Bus heute. Ich liebe diesen Scheinwischer da oben, der ist irgendwie cool. Sieht auch cool aus, irgendwie, wenn er an ist. Also, genau. Ich weiß nicht, warum hier jetzt keine Leute einsteigen. Wir haben noch ein bisschen Verfrühung. Vielleicht kommen noch Leute zu. Ich mach mal hier das Fenster nicht auf, falls es nicht geht. Müssen wir wahrscheinlich von innen machen. So. Hier können wir auch aufmachen. So. Machen wir das da hinten auch noch auf. So, haben wir ein bisschen Durchzug. Können die Leute ja zumachen, wenn sie wollen. So. Dann ist gut. Ja, den Bus sollte jeder kennen. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied ist zwischen 2007 fahren wir, ne? Habe ich das gesagt? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied dazu ist zwischen den 2.7ern, 2.5ern, 2.9ern. Ich glaube, die hatten nach einer Zeit neuere Türen. Aber genaueres kann ich da auch nicht zu sagen. Ah, man muss den lange festhalten. Der hat eine automatische Funktion, dass er hochklappt. Finde ich cool. Ach ja, und das hat ja der MAN hier, dass man das hoch macht und dann, keine Ahnung, da hat man hier eine Lehne für die Rollstühle. Interessante Busse, muss ich sagen. Ich finde das aber auch irgendwie komisch, dass die Anzeige da ganz vorne ist und dann hinten ja nochmal eine ist hier. Schon ein bisschen seltsam. Naja, das ist unser Bus. Ich denke, wir fahren jetzt direkt los. Ja, passt ja von der Verspätung. Wir müssen gleich links abbiegen, alles klar. Ja, losfahren. Also da ist Fry. Fahren wir gleich los. Wir haben das Morphe-Update und ja, der Bus ist ziemlich leise, aber was will man machen? Nehmen wir mal an, dass er in echt auch so leise ist. Feldherrnstraße. Ja. Ich hoffe, wir haben keine Brücke hier, die uns zum Verhängnis wird. Also wie es aussieht, lohnt sich hier ein Doppeldecker auch überhaupt nicht. Wir fahren ja irgendwie nur über Feldwege hier, sag ich mal. Und Fahrgäste haben wir auch noch keine an Bord. Vielleicht kommt das noch, aber ich bin jetzt nicht groß zuversichtlich, dass wir den Bus voll kriegen. Hallo. Moin. Guten Tag. Hallo. Hallo. Moin. Das Gute ist, wir kommen mit dem Bus ganz gut um die engen Kurven hier, weil er hinten schön mitlenkt. Ich denke, dadurch ist das ganz gut.
Itada 3 und Bremse. Kalte Stimmbremse. Keine Ahnung, macht nichts. Müssen wir mit leben. Ja, die Berliner Busse sind halt alle ein bisschen kaputt. Weiß gar nicht, warum die Verkehrsgesellschaft Rohrgist den Bus abgekauft hat bei Berlin, in Berlin von der BVG. Wird wohl seine Gründe haben. Vielleicht für eigentlich Stadtrundfahrten oder so. Ich weiß es nicht. Müsste ich mal nachfragen bei der Rogis. Und unbeklebt haben die den jetzt auch nicht. Das verstehe ich auch nicht ganz. Waren die wohl faul, ne? Und das wird wohl auch seine Gründe haben, warum die BVG den Bus verkauft Hallo. Hat. Guten Tag. Der ist jetzt noch nicht so alt. Moin. Hallo. Hallo. Ich hätte gern eine Kurzstrecke. Ja? Hey. Sehr interessant aus, ja. Hüttenstraße. Das sieht echt interessant aus hier. Ui. Zur goldenen Kuhle. Ich bremse jetzt nicht komplett ab. Bis ich dann wieder angefahren bin, dauert das eine Stunde. Also Quatsch, ne? Da kam ja keiner. Ich glaube, wenn ich bremse und dann gucke, ob jemand kommt, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich, wenn ich anfahre, dass überhaupt einer kommt. Naja. Ich meine, am Bus haben wir einen guten Spiegel, der ist ja schön hoch. Bei den Autos ist es vielleicht ein bisschen anders. Die sehen da vielleicht den Verkehr nicht so ganz gut. Also das kann schon sein. Eine sehr entspannte Linie, finde ich. Wir dürfen wohl gleiten an dem Bordstein, oder nicht? Ah, der zweite Reifen untersagt uns das Gleiten so ein bisschen. Naja. Hallo. Hallo. Moin. Oh. Die Ampel war noch grün. Hey, fahr mir doch nicht rein. Oh, er wollte mir reinfahren, ich hab's gesehen. Musste ausweichen. Oh, das passt ja easy. Also die Linie scheint bis jetzt auch für Doppeldecker gemacht zu sein. Aber mal gucken, was da noch kommt. Aber ich denke mal, wenn die Rogis mir den Bus gibt, dass es dann schon passen wird. Alles andere wird ein bisschen dämlich. Eine Ampel müsste das auch passen, ne? Ja. Also die haben eine reife Höhe. Moin. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Einmal Hallo. Mal ein Fahrschein, bitte. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Eine Hallo. Tageskarte, bitte. Hallo. Entschuldigung, jetzt haben Sie mir ein bisschen viel rausgegeben. Danke. Sorry, ich war schon wieder bei 18 im Kopf. Man merkt eigentlich gar nicht, dass man Doppeldecker fährt. Man weiß es, aber man merkt es nicht, ehrlich gesagt.
Nur dadurch, dass er ein bisschen mitlenkt hinten. Dadurch merkt man das schon, aber es könnte auch ein Solobus sein, etwas längerer, ne? Ich meine, der ist 13 Meter lang. Der hier. Von daher schon einfacher zu fahren als ein Langbus. Ich weiß nicht, was ich von Doppeldecker halte. Ich habe mich mal reingedrängelt. Doppeldecker sind ja schön und gut und sind auch gut für Touristen, aber das Ein- und Aussteigen dauert doch viel länger dadurch für den zweiten Deck. Und ich weiß jetzt nicht mal, ob das so praktisch dann ist unterm Strich. Und man muss natürlich die ganze Infrastruktur der Stadt dafür anpassen. Achso, ja, da war ja was. Die ist ja immer noch kaputt. Aber guck mal, wie gut wir um die Kurve kommen. Hier finde ich die andere 86 also auch lang, okay. Und teilen sich da den Linienweg. Hey. Moin. Moin. Hallo. Moin. Fahrkarte bitte. 3,20 €, dankeschön. Dankeschön. Da kann man nicht hin. Man muss genau draufklicken, Entschuldigung. Warte, was hast du mir gegeben? So. Dankeschön. Eine Fahrkarte bitte. Da ist kein Schild, das ist gut, dann kommen wir hier raus. Könnt ihr mal aufhören, so die Treppen herunter zu trampeln? Muss doch nicht sein, oder? Breslauer Straße. Kneeling, ne? Hallo. Nee, keine Ahnung. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Das stimmt eigentlich mit dem Display nicht. Eine normale Fahrkarte. Danke. Mhm. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Stimmt, das ist auch ein bisschen anders als beim normalen MAN, oder? Der geht so auf hier. Normalerweise tun die das nicht, oder? Hier muss man abnähen, sonst kommen die Leute ja nicht rein. Wie schnell dürfen wir fahren? 30? Ist eigentlich zu schnell, ne? Eigentlich würde ich sagen 10, weil Fußgängerzone. Na, wobei, es ist schon eine Straße. Naja. Sprindorf Bahnhof. Ich fahr mal lieber mit Warnblinkern hier lang. Ist sicherer. Oha. Na, der Kreisel ist breit genug, also sieht nur enger aus, als er ist. Hier raus, ne? Das könnte jetzt ein bisschen gefährlich werden mit dem Heck. Nutzen wir die ganze Kreuz, sonst hängen wir wohl mit dem Heck da hinten drin. Das war jetzt zu gefährlich. So, ne. Ist die 86. Das ist gut aufgeteilt.
Linien scheint tatsächlich gleich zu verlaufen zum Teil. Die Hin- und Rückfahrt. Hallo. Werden wir dann sehen. Hallo. Wenn wir, ich sag mal, wahrscheinlich in der nächsten Folge, ich bin müde, Entschuldigung, die Rückfahrt dann fahren. Dankeschön. Einmal bitte Kurzstrecke. Oh Jungs, gib doch mal Kleingeld her. Ja. Danke. Guten Tag. Hallo. Moin. Hallo. Machen wir mal die Parkbremse rein, die Handbremse. Haltestellenbremse funktioniert ja nicht. Wir können auch die Türfreigabe reinmachen, wenn keiner rein will. Vielleicht besser so. Ach, der nielt ja automatisch ab, ne? Aber auch nicht immer, oder? Ich hab das Gefühl, nicht immer. Ich bin mal gespannt, wenn die neue Version von Städtedreieck rauskommt, wie die so sein wird. Bahnhofstraße. Ein Gelenkbus. Naja, ich sag mal so, der ist schon ein bisschen gefüllt. Aber ein Solobus hätte locker gereicht. Boah, schöne Straße. Was habt ihr? Ist euch kalt? Hier drinnen ist schön warm. Hallo. Einmal normal, bitte. Doch, doch, stimmt. Ich war gerade völlig verwirrt. Hey. Dankeschön. Jo, saubere, glatte Straße. Wie schön. Sprindorf, Rathaus. Ach ja. Immer wieder vergesse ich die blöde Bremse. Und ab geht die Post. Jena Straße. Na, die Kurve war zu eng. Aber macht nichts. Bordstein kann man mitnehmen. Huch. So eigentlich nicht, aber egal. Habe ich mich schon verfahren? Oder noch nicht? Na, alles gut. Oha. Das könnte aber jetzt eng werden, hier. Oh, 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 oh. Boah, das ist scheiße. Ja, viel zu eng, ne? Unglaublich. Um 13 Meter muss ein bisschen viel. Und du musst ja auch ein bisschen umdenken, weil der ja mitlenkt so. Und, ist nicht leicht. Auch wenn man denkt, erstmal ist es leichter, dass er mitlenkt. Ja, kann es sein, aber er schwingt dadurch auch aus und pipapo. Man muss halt ein bisschen anders fahren.
Uiuiui. Mit Parkstreifen an der Seite, das ist ja auch interessant. Ach du Scheiße. Endhaltestelle. Ist doch nicht Stadthausbrücke. Ach so, dann ist meine Ansage falsch. Das ist aber knifflig hier. Also mir gefällt die Map richtig gut. Das ist nämlich schön eng alles hier. Das gefällt mir. Ein bisschen Herausforderung hat noch niemand geschadet. Vorne brauche ich sowieso nicht aufmachen. Ich glaube, das deren will ich hier rein, ne? Nee. Aber es war nicht zu eng für ein Doppeldigge. Jetzt muss ich mal mitdenken, ja. Jawohl. Gut, dass da keine Autos parken. Das ist Endhaltestelle. Ja. Ja, und von hier werden wir dann nächste Folge zurückfahren. Was für eine geile Bodentextur, die gefällt mir richtig gut. Sieht sogar ziemlich realistisch aus, muss ich sagen. Mit dem Schatten nur ein bisschen. Ja, doch. Prima. Geh hier kurz auf Toilette, mach eine Pisspause hier. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge zurück, wenn wir dann einen anderen Bus fahren. Ciao und bis zum nächsten Mal. Haut rein.